Combotex 2019 Tag 3. Wir sind bei Gigabyte und da gibt es ein Notebook für alle Fälle mit sehr vielen coolen Features. Gigabyte updatet ihre Aero Laptop Serie. Hardware-technisch hat sich auch ein bisschen was getan. Verbaut werden hier i7 und i9 Prozessoren von Intel aus der aktuellen HK-Serie. Dazu gesellen sich RTX oder GTX GeForces aus dem Hause Nvidia. Ihr habt 16 bis 64 GB Arbeitsspeicher sowie eine 1 TB M2 SSD da drin verbaut. Das Display gibt es dann standardmäßig als IPS, Full HD oder 4K Display. Und wer was ganz Ausgefahrenes und Modernes möchte, für den gibt es dann auch die Variante mit 4K OLED Display. Das Notebook bietet dann moderne Anschlüsse, unter anderem Type-C-USB, diverse USB-Ports und ganz wichtig für die Content-Creators, was heutzutage leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist, das ist ein schneller Speicherkartenleser. Das Aero 15 gibt es diesen Juni dann für einen Preis zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Für das 17-Zoll-Gerät ist noch kein Preis bekannt, sollte sich aber in einer ähnlichen Region bewegen. Bei Gigabyte ebenfalls am Stand X570-Plattform für die kommenden Ryzen 3000-Prozessoren. Wir haben uns bereits Boards von anderen Herstellern angesehen, die haben alle über einen Chipsatzlüfter verfügt. Bei diesem Board hier hat man den Lüfter dann entfernt und das Ganze wird komplett passiv gekühlt. Das ist bis jetzt nach unserem Wissen das einzige Board, was über keinen Lüfter verfügt. Man sieht hier auch sehr schön dann den passiven Kühlkörper. Ansonsten AM4-Sockel, PCI Express 4.0 und natürlich auch das übliche ein bisschen RGB-Beleuchtung fürs Gaming.